Hey ho, liebe Voice Police und herzlich willkommen zurück. Ja, bevor ich diesen Part gestartet habe, wollte ich hier, glaube ich, dreimal diese Ration, die da vorne liegt, holen. Bin diesmal da runtergefallen, deswegen lasst es jetzt einfach. Und wie schön, wie sie da ist, obwohl wir gerne noch eine gebrauchen könnten. Aber nicht schlimm. Denn unsere Unsere Paul-Karte ist fertig. Das heißt, wir sind eigentlich soweit eigentlich so. Also in Switze. Dass wir müssen jetzt nur noch nach unten kommen. Gucken wir nochmal. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, die haben sogar wirklich so eine Art Cooldown. Hallo? Ja, es wäre praktisch, wenn du. Hallo? Snake! Danke. Ja, sie einzusetzen. Ich weiß, ob sie denn wirklich eine Cooldown haben, aber es wäre halt sehr von praktischem Nutze, wenn wir sie so schnell wie möglich einsetzen. Denn schließlich wollen wir auch den Atomstart verhindern. So, werden erstmal wieder ein paar Übungen. Wow. Ja, am Anfang, ganz am Anfang, oder früher, sage ich mal, bin ich mit der Steuerung überhaupt nicht zurechtgekommen. Mit dem Hinknien, Hinlegen, Laufen und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Hat auch Spaß. Also das Spiel hat früher echt viel Spaß gemacht. Klar, es ist jetzt ein bisschen out of time. Aber meiner Meinung nach ist es... Oh, danke, dass du wieder hängen bleibst. Danke, Snake. Ist es halt schon out of time. So ist es nicht. So, easy. Easy peasy, dem squeezy. Hatte früher aber auf jeden Fall sehr viel Charme. Ich meine, überlegt mal, das kam jetzt 18 Jahre oder vor 20 Jahren knapp raus. Es hat halt schon seine Macken, aber es sah damals für die damaligen Verhältnisse bombastisch aus. Ich meine, die hatten schon immerhin Konturen, die sie in etwa aussehen. Und insgesamt ist einfach geil. Ja, und dann deutsche Synchro, komplette Synchro vor allen Dingen. Es war ja eigentlich nichts zum Lesen dabei. Dann die Story. Ich fand das halt schon ein cooles Thema, also politisch, obwohl ich nicht so politisch visiert bin, fand ich es schon interessant. Da mit dem Pentagon und was weiß ich nicht, alles so Geheimdienste, Geheimniskrämerei, Atomwaffentests und Atomwaffen waren ja ein bisschen modern. So. Snake, hören Sie mich? Ich bin's. Naomi? Was soll das? Campbell und die anderen sind beschäftigt. Ich benutze ein anderes Codec. Naomi, ist es wahr, was der Colonel sagt? Ja. Aber ich habe nicht nur gelogen. Einiges ist wahr. Wer sind Sie? Ich weiß es nicht genau. Mein Name, die Identität, alles gekauft. Ich weiß nicht mal, wie meine Eltern aussahen. Aber der Grund für meine Arbeit in der Genetik ist echt. Ach ja, Sie wollten sich selber kennenlernen. Genau. Ich will wissen, woher ich komme. Alter, Nationalität, irgendwas. Naomi. Ich wurde in den 80er Jahren in Rhodesien gefunden. Eine schmutzige kleine Waise. Rhodesien? Das heutige Simbabwe? Ja. Rhodesien war bis 1965 englische Kolonie und wimmelte von indischen Arbeitern. Das erklärt vermutlich meine Hautfarbe, aber ich bin mir selbst da nicht hundertprozentig sicher. Naomi, Sie leben in der Vergangenheit. Reicht es nicht zu wissen, wer Sie heute sind? Wissen, wer ich heute bin? Warum sollte ich? Niemand sonst will es wissen. Ich war so lange allein, bis ich meinen großen Bruder traf. Und ihn. Ihren großen Bruder? Ja. Frank Jäger. Was? Er war ein junger Soldat, als er mich in der Nähe des Flusses Simbabwe fand. Ich war halb verhungert und er teilte seine Rationen mit mir. Ja. Frank Jäger, den Sie töteten, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein. Gray Fox. Wir überlebten diese Hölle gemeinsam, Frank und ich. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Und er brachte Sie nach Amerika? Nein, ich war in Mosambik, als er kam. Was ist er? Sie meinen Big Boss? Ja, er brachte uns in dieses Land der Freiheit, dieses Amerika.
Aber er und mein Bruder gingen zurück nach Afrika, um zu kämpfen. Und dort ist es geschehen. Sie töteten meinen Wohltäter und verkrüppelten meinen Bruder. Ich schwor Rache und trat Foxhound bei. Es war meine beste Chance, sie zu treffen. Und ich betete jeden Tag darum. Und ihre Gebete wurden erhört. Ja, ich wartete 2 lange Jahre. Um mich zu töten. Darum allein ging es. Ja, ich wartete auf sie, Snake. Ich habe 2 Jahre lang nur an sie gedacht. Wie eine verdrehte Art von Besessenheit. Lassen Sie mich noch? Nicht wirklich. Ich schätzte sie falsch ein. Was ist mit Liquid und den anderen? Ich werde mich auch an denen rächen. Naomi, Sie haben nicht auch diesen Doktor getötet. Derjenige, der Gray Fox für seine Genomversuche brauchte. Dr. Clark? Nein, das war mein Bruder. Ich verhalf ihm zu Deckung und gab ihm ein Versteck. Dieser Ninja, ich meine Gray Fox, der will mich umbringen. Ich glaube nicht. Er kam hierher, um mit ihnen zu kämpfen. Erst war ich nicht sicher, aber ich glaube, jetzt verstehe ich. Ein letzter Kampf mit ihnen, dafür lebt er. Da bin ich überzeugt. Fox, nein. Naomi, eine Frage. Über Fox Dye? Fox Dye ist eine Art Retrovirus, der spezifische Menschen befällt und tötet. Zuerst infiziert er die Makrophagen im Körper des Opfers. Fox Dye enthält denkende Enzyme, die durch Proteintechnik erstellt wurden und auf spezifische genetische Muster reagieren. Diese Enzyme erkennen die DNA des Opfers. Genau. Sie reagieren, indem sie aktiv werden und mit Hilfe der Makrophagen TNF-Epsilon erstellen. Hä? Eine Art Zytokin, ein Peptid, das Zellen abtötet. TNF-Epsilon gelangt über das Blut zum Herzen, wo es sich an die TNF-Rezeptoren in den Herzzellen anknüpft. Und dann verursacht es einen Herzinfarkt. Die Herzzellen erleiden einen Schock und extreme Apoptose. Und dann das Opfer stirbt. Apoptose. Die Herzzellen begehen Selbstmord. Naomi. Was? Der Virus ist so programmiert, dass er auch mich tötet, stimmt's? Habe ich noch Zeit? Naomi, ich gebe Ihnen keine Schuld. Aber ich kann auch nicht sterben. Ich muss meine Mission beenden. Hören Sie, Snake. Ich habe nicht entschieden, Fox Dye zu verwenden. Ach, nein? Nein. Fox Dye wurde Ihnen als Teil dieser Operation initiiert. Ich wollte Ihnen das nur sagen. Nein. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja. Was ich Ihnen wirklich sagen wollte. Snake, ich... Was machen Sie da? Ah! Ah! Oh, Snake! Ah! Naomi! Snake, ich kann Naomi keine weiteren ungenehmigen Übertragungen erlauben. Was? Naomi ist nicht mehr an der Operation beteiligt. Was ist mit Naomi? Was meinte sie, als sie sagte, Fox Dye sei Teil dieser Operation? Colonel, ich muss mit ihr sprechen. Nicht möglich. Sie ist verhaftet. Colonel, Sie haben mich hintergangen. Snake, wir haben keine Zeit dafür. Kümmern Sie sich darum, Metal Gear zu stoppen. Okay, Snake? Schon ein bisschen hinterhältig von Colonel. Roy Campbell. Oh. Aber irgendwie wollte mal jemand endlich Tafelis mit uns reden, ja? Naomi wollte uns mal alles verraten und dann das. Spannend gewesen. Verdammt. So, gucken, ob der Paul-Code noch aktiv ist. Also, warm ist. Aus. Versuchen wir einfach hier durch zu raiden, also nicht ragen, durch zu sprinten. Ich denke, mit einer Stun-Granate kommen wir da sehr weit. Wunderbar. Ich bin nur noch ohne Stun-Granate durchgekommen. Oh, weiß ja nie. So, hier haben wir noch eine Schaffgranate. Thank you.
sagen, müsste doch gleich losgehen. Sonst werden wir gleich etwas massakriert. Ah, das Ding haben wir voll. Okay, sehr schön. So, da müssen wir jetzt unbedingt... ja, nach oben gelangen. War schon scheiße, Stun-Granate. Leider Gottes. Aggro-Zieht, sag ich mal. Aber wäre praktisch, wenn sie es nicht tun würde. Wollte ich mir den da oben nicht erschießen. Aber anscheinend möchte der erste Teil, dass wir Leute töten. In den anderen Teilen möchte er es nicht unbedingt. Fand ich noch Schönes. Noch mehr Schaffgranaten nehmen wir gerne mit. Schaffgranaten kann man nie genug haben. An die zerstörte, zerstört. Die stört die ganze Elektronik. Boxen. Wir boxen die Leiter. Bis der Tode umfällt, die Leiter. Die böse Leiter des Todes. Die auch. Oje, oje, oje. Gleich haben wir unsere Mission erledigt. Dann kann auch Foxtail uns dahin raffen. Auch wenn ich nicht unbedingt der Fan davon bin, durch Foxtail zu sterben, aber hey. Da irgendwie aus, als wäre ich ins Gesicht geschossen, aber bitte. Also, wo das Blut gespritzt ist. Ist es noch aktiv, unser Volki? Ja. Wo ist das so? Und Socken Bullets. Kann auch nicht zu viel haben. Der hat auch noch. Sock-Com-Bullets rum, sage ich mal. So. Dann schnell noch den Schaff abschmeißen. Weil hier sind immer noch drei Kameras. Eklig drei Kameras. Aber gut, was soll ich machen? Zack. Los geht's. Dritter Keycode. Also, Karte. Teilcode 403 bestätigt. Teilcode-Eingabe beendet. Aktiviert. Wie aktiviert? Warum? Rakete zum Abschuss bereit. Ich habe ihn deaktiviert. Oh, Master. Danke, Snake. Die Eingabe des Sprengcodes ist nun komplett. Nichts kann Metal Gear jetzt stoppen. Master, was ist los? Sie haben nicht nur den Schlüssel für uns gefunden, sondern auch noch den Sprengkopf aktiviert. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Tut mir leid, dass ich Sie für das dumme thermoadaptive Zeug benutzen musste. Wovon sprechen Sie? Wir fanden den Code des DARPA-Chefs nicht heraus. Mantis konnte seine Gedanken nicht lesen. Und dann brachte ihn Ocelot aus Versehen beim Verhör um. Mit anderen Worten, wir konnten die Rakete nicht abschießen und wurden bereits etwas unruhig. Keine Rakete, keine Drohung, keine Forderung. Sie wissen schon. Was soll das heißen? Ohne die Sprengcodes mussten wir uns etwas anderes überlegen. Da dachte ich, Sie könnten uns doch nützlich sein, Snake. Was? Ja, zuerst dachte ich, Sie hätten die Informationen, Snake. Und befahl Decoy Octopus, sich als DARPA-Chef auszugeben. Leider überlebte Octopus dieses Treffen nicht, was auf Foxtail zurückzuführen ist. Sie hatten das alles von Anfang an geplant, dass ich den Sprengcode eingeben sollte. Aber, Sie glauben doch nicht, Sie hätten es von alleine so weit geschafft? Wer zum Teufel sind Sie? Nun denn, die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn die Welt die Macht dieser Waffe erblickt, hat das Weiße Haus keine andere Wahl, als uns das Foxtail-Serum zu überreichen. Die Trumpfkarte ist nutzlos geworden. Die Trumpfkarte? Der Plan des Pentagons, sie zu benutzen, war durchaus erfolgreich. In der Folterkammer. Armer Snake, Sie haben als einziger von nichts gewusst. Noch einmal, wer sind Sie? Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen, aber nur, wenn Sie zu mir kommen. Wo sind Sie? Ganz in Ihrer Nähe. Snake, das ist nicht Master Miller. Sie sind zu spät, Campbell. Master Millers Leiche wurde soeben in seinem Haus entdeckt. Er ist seit mindestens 3 Tagen tot.
Ich wusste davon nichts, weil meine Codec-Verbindung zum Master abgeschnitten war. Doch Mai Ling sagt, das Übermittlungssignal komme von innerhalb der Basis. Wer ist das? Snake, Sie sprachen mit... mir, lieber Bruder. Liquid! Wie zum... Deine Aufgabe ist beendet. Jetzt darfst du sterben. Genau. Schon fies, ja? Deswegen sind wir auch so weit gekommen, deswegen... Ja, man konnte sich das schon zusammenreimen, aber es war trotzdem so mein Fuck damals für mich. So, jetzt haben wir hier ein Problem, das Gas geht nicht weg. Das heißt, wir rufen es mal Ottogon an, der hilft uns vielleicht. Snake, das Glas ist kugelsicher. Sie können keine gewöhnliche Waffe verwenden. Kannst du das Sicherheitsschloss nicht öffnen? Ich versuche es. Warten Sie. Dankeschön. Das heißt, er hat auch alles so gedreht, dass wir Naomi verdächtigen. Emrich kann die Tür aufmachen. Vertrauen Sie ihm und halten Sie durch. Okay, es ist einfach nur abwarten und Tee trinken. Mehr ist es hier gerade nicht. Ja, was war wirklich so damals so mein Fuck, wo mich echt so... What? So nach dem Motto. Und die Gasmaske ist schon sehr praktisch. Finde ich übrigens auch cool. Das ist mir noch gar nicht... Wollte ich noch gar nicht sagen. Wir zeigen, die Gasmaske guckt man auch durch. Ich habe das Sicherheitssystem geknackt. Snake, die Tür ist offen. Ja, er ist recht flott. Man muss es halt nur, also man muss nur anrufen, sag ich mal. So, sehr schön. Da hat man schon gerade eben Liquid gesehen. Er ist immer noch da. So, was lohnt sich denn gegen Liquid? So. So, da rennt er. Ach ja. Ihr wisst, dass wir noch einen Part machen müssen, auf jeden Fall. Liquid! Snake! Gefällt dir meine Sonnenbrille? Mist! Du richtest eine Waffe auf deinen Bruder? Weshalb hast du dich als Master ausgegeben? Um dich leichter manipulieren zu können. Und du hast wirklich recht gut für mich gearbeitet. Ob schon die Jungen im Pentagon wahrscheinlich dasselbe sagen. Wovon zum Teufel sprichst du? Befehle ohne Fragen zu befolgen. Du hast deinen Kriegerstolz verloren und ließ dich zum Hampelmann reduzieren, Snake. Was? Den Raketenabschuss stoppen, die Geiseln retten, alles nur Ablenkung. Ablenkung? Das Pentagon brauchte dich bloß, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Das hat den Präsidenten von Armstech und Decoy Octopus umgebracht. Du meinst nicht? Aber sicher. Sie schickten dich hierher, um uns zu töten. Um so Metal Gear in unbeschädigtem Zustand zusammen mit den Körpern der Genomsoldaten zurückzubekommen. Von Anfang an warst du für das Pentagon nichts als ein Träger für Foxdie. Foxdie? Unmöglich. Du meinst, Naomi arbeitete mit dem Pentagon zusammen? Das dachten sie. Aber Dr. Naomi Hunter war anscheinend gar nicht so leicht zu steuern. Was? Wir haben einen Spion im Pentagon. Er hat berichtet, dass Dr. Hunter das Foxdie-Programm unmittelbar vor der Operation revidierte. Aber niemand weiß wie oder wofür. Vielleicht haben sie sie verhaftet, um die Antwort dazu herauszufinden. Kein Zweifel. Wir hatten keine Ahnung, dass ihr Motiv bloße Rache war. Wir wüssten aber alle gern, welche Änderungen sie am Foxdie-Programm vornahmen. Nun ja, Cilla Gern. Ich habe das Foxdie-Serum auf meine Forderungsliste für das Weiße Haus gesetzt. Es gibt ein Serum? Es muss eins geben, aber nur diese Frau kann es wirklich wissen. Egal, vielleicht ist es auch nicht notwendig. Weshalb nicht? Du bist mit allen von uns in Kontakt gekommen. Also müssen wir alle dem Virus ausgesetzt gewesen sein. Der Armstech-Präsident und Decoy Octopus starben an Foxdie. Aber Ocelot, ich und du, der Träger, scheinen davon unbetroffen zu sein. Ein Fehler im Programm des Virus. Könnte sein. Wenn das Zeug dich nicht tötet, mache ich mir auch keine Sorgen. Schließlich ist unser genetischer Code identisch. Es stimmt also, dass du und ich... Ja, Zwillinge. Aber keine gewöhnlichen. Wir sind Zwillinge mit verfluchten Genen.
des enfants terribles. Du bist okay. Du hast die guten Gene unseres Vaters. Ich bekam die fehlerhaften Gene. All das wurde getan, um dich zum Besten seiner Kinder zu machen. Ich existiere nur, damit du geschaffen werden konntest. Ich war der Liebling, wie? Richtig. Ich bin nur das Restprodukt deiner Erschaffung. Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du weißt, dass du seit deiner Geburt nichts als Abfall bist? Ah. Aber Vater hat mich gewählt. Deswegen bist du so vom Big Boss besessen. Eine verkrümmte Art zu lieben. Liebe, es ist Hass. Er sagte immer, ich sei minderwertig. Und nun räche ich mich. Du solltest mich verstehen, Bruder. Du hast unseren Vater getötet, mit eigener Hand. Du hast meine Gelegenheit zur Rache gestohlen. Ich werde beenden, was unser Vater begann. Ich werde ihn übertreffen, ihn zerstören. Du bist wie Naomi. Auf jeden Fall bin ich nicht wie du. Im Gegensatz zu dir bin ich stolz auf mein genetisch vorbestimmtes Schicksal. Warte! Verdammt! Snake, dein Blut wird als erstes mit dieser neuen Waffe vergossen. Es ist eine Ehre, ein Geschenk von deinem Bruder. Schau, die Macht einer Waffe, die uns ins 21. Jahrhundert führen wird. Er bewegt sich. Gut, das ist ein bisschen problematisch, jetzt gegen Metal Gear Rex dazu zu kommen. Aber ist auch ein schicker Bossfight. Machen wir die Part-Ende hier. Das ist jetzt entweder der vorletzte Part oder der vorverletzte Part, schätze ich mal. Wir werden sehen, wie lange es noch geht, wie gut ich durchkomme. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder und ja, dorthin. Tschüdelü.